Hallo und herzlich willkommen zum Extra-Part von Killer 7. Ich weiß nicht, ob ich es als Extra-Part auszeichnen soll, weil eigentlich gehört es noch zur Story dazu. Also sagen wir einfach mal, es ist Part 25. Fertig. Wir starten das letzte Kapitel. Löwe. Das kann ich jetzt nicht lesen. Das untere war Kind, aber das obere Kanji kannte ich nicht. Müsste ich nochmal nachschauen. Wie man das liest. Ich kann es leider nicht dann euch nachtragen, zumindest nicht in einem Video. Schlachtschiffinsel. Die gibt es tatsächlich. Die Zerstörung der Schlachtschiffinsel im Nordpazifik. Showdown. 3 Jahre später. Dieses Gefährt kennen wir. Garcia hat sehr grüne Augen. Und er kann den Visionenring nicht mehr einsetzen. Er hat ihn nämlich nicht mehr. Aber es gibt weiterhin Himmelslächeln, die allerdings unsichtbar sind. Zwar mit einem Schlag tot. Er wiederholt sich. Die Schlachtschiffinsel gibt es wirklich. Battleship Island heißt das Ding tatsächlich. Und es ist eine rein militärische Insel, die übrigens natürlichen Ursprungs ist. Allerdings total militarisiert, also von oben bis unten hin. Schaut, ich werd auch auf jeden Fall auch den Wikipedia-Eintrag verlinken. Nebst dem schon im letzten Video versprochenen Interpretation eines Users von Game FAQs, der sich tatsächlich die Mühe gemacht hat, zu recherchieren und die komplette Story auszuwalzen, und er ist auf tatsächlich sehr viele interessante Punkte gekommen, auf die ich niemals gekommen wäre beim Spielen. Solltet ihr euch ansehen, ich werde es verlinken gleich im Video, wenn ich hier fertig bin. You boys are almost done. You don't need to go around killing everybody anymore. The last of the heaven smiles is in the back. The big boss. If you do him, then it means you've eradicated all of them. No more terrorism. Hail to the free world.
But I wonder, what'll become of you guys if terrorism is the law of nature? You know, you should kill me now, because you don't want us hanging around, know what I mean? If I'm alive, I'll give you a run for your money. Even an assassin like yourself. Better be prepared, because blood must atone for blood. So, which will you choose? Your own country, or watch our retribution? Your fucking decision. Töte es. Oder lass es leben. Das ist unsere Entscheidung jetzt. Und diese Entscheidung beeinflusst tatsächlich noch das Ende vom Spiel. Ich werde euch deshalb beide Sachen zeigen. Ich werde jetzt erstmal ihn töten und zeigen, wie das aussieht. Und nach dem Ende werde ich nochmals hinten dran schneiden, wie es aussähe, wenn wir ihn leben gelassen hätten. Dann würde ich mal sagen, fangen wir an. Hammen. Bringt uns der Fernseher noch? Ziemlich langweiliges Programm. Wir können auch mal auf die andere Seite gucken. Und werden feststellen, dass hier nichts ist. Es wird so langsam absurd, wie ihr merkt. Wir kommen von der Schlachtschiffinsel in Garcians Wohnwagen. Es spielt sich alles auf einer Metaebene ab. Da flüchtet etwas vor uns. Sieht aus wie Iwasaru. Kunlan im Iwasaru-Kostüm. Macht das einiges klarer? Tragisches Ende für Japan. So. Ich werde jetzt gleich noch auf einem anderen Speicherplatz das Ganze abspeichern. Und dann geht's direkt im Anschluss. Werde ich nochmal neu laden und euch zeigen, wie es aussähe, wenn wir Matsuken leben gelassen hätten. Ich finde den Soundtrack übrigens hervorragend von diesem Spiel. Also, den könnte man, wenn es zu einem Film käme von Killer 7, genauso übernehmen.
Ja, Shinji Mikami, der ist ja der, auch der Producer und Erfinder von Resident Evil. Shanghai 100 Jahre später. Change. All it does is turn. Now, let's dance. Ja, damit hätten wir alle Gestalten mit seltsamen. Sehr schön interessant, dass jetzt hier Ende in Fragezeichen steht, während beim anderen schon Ende stand. Danke, dass du Killer 7 gespielt hast. Wie freundlich. Ja. Genau, wir wollten das Ganze speichern. Und jetzt würde ich sagen, unterbreche ich das Video und gleich seht ihr nochmal, was wäre passiert, wenn... Moment mal, habe ich jetzt das überschrieben? Bin ich bescheuert gewesen? Ich glaube ja. Nee, passt. Ich glaube, es ist schon richtig so. Ja, wie gesagt, ihr seht jetzt gleich nochmal den umgekehrten Fall und so weiter und so fort. Also, stay tuned. So, willkommen zum Grande Finale. Und diesmal lassen wir den guten Matsuken einfach leben und schauen, was dann passiert. Dozo. Dankeschön. Arigato. Jetzt verfolgen wir nochmal das letzte Heaven's Mal. Ach ja, übrigens die Kanji am Anfang. Ich habe nochmal nachgeschaut, um mich sicher zu gehen. Ich habe es mir anhand der Radikal allerdings schon gedacht, dass es Shishi gelesen wird. Shishi heißt Löwe auf Japanisch. Allerdings würden die meisten Japaner eher heutzutage Ryan sagen, tatsächlich. Also den englischen Begriff benutzen. Japanisch ist so durchzogen von englischen Vokabeln. Ja, die Szene kennen wir schon. Viel interessanter ist, was jetzt kommt.
Vergeltung im Jahr 2014 griffen die Vereinigten Streitkräfte der UN die Vereinigten Staaten an. Das war's soweit. Jetzt rollt nochmal der Abspann um und ich kann in der Zeit schon mal ein weiteres Resümee ziehen. Ich finde, es ist ein hervorragendes Spiel. Es hat mit Abstand die beste Story, die ich jemals in einem Videospiel gesehen habe. Sie ist durchdacht von vorne bis hinten, gerade wo ich die Interpretationshilfe gelesen habe von diesem einen User, die ich auch noch im Videotext verlinkt habe. Muss sagen, es ist ein wirklich, wirklich hervorragendes Spiel. Wenn ihr die Möglichkeit habt, naja, so selber spielen, ist es so eine Sache, es kommt hauptsächlich auf die Story an, auf den Artstyle. Also wenn ihr dieses Spiel toll fand und ihr wollt es gerne selber spielen, bitte, tut euch keinen Zwang an und vielleicht fallen euch auch noch weitere Interpretationen ein, wie die Story, also Sachen, auf die ich nicht geachtet habe oder sonst so. Bitte alles in die Videobeschreibung rein. Ich freue mich von euch zu lesen, in die Videobeschreibung, in die Kommentare rein. Ich freue mich wirklich viel von euch zu lesen. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Das war's im Prinzip. Es gibt, wie gesagt, noch den Killer 8 Modus, wo man dann quasi noch einen zusätzlichen Charakter hat. Das wäre der junge Herman Smith. Der ist allerdings auf einem extremen Schwierigkeitsgrad und ich schaff's nicht mal auf dem schweren Schwierigkeitsgrad. Ja. Wollen wir jetzt noch hier das... Ja, komm. Erledigen wir noch den letzten Rest noch einmal. Damit wir Ruhe haben und es nochmal gesagt wird. Ihr merkt auch die Unterschiede im Dialog zum Anfang. Ich erinnere, er hatte am Anfang gesagt, you're awake from your dream, und hier sagt er dieses. You're awake from your nightmare. Carmen, the world won't change. All it does is turn. Now, let's dance. Und er hat natürlich am Anfang gesagt, die Welt hat sich verändert. Sie hat jetzt die Größe eines PDAs. Vielen Dank, lieber Suda Goichi, für dieses wunderbare Meisterwerk. Bitte, bitte, bitte mehr davon. Ich muss sagen, No More Heroes war auch ein okayes Spiel. Es war in Ordnung, es war allerdings, trotzdem reicht es bei weitem nicht an Killer 7 ran, muss ich sagen. Gut, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich bei allen fürs Zusehen, die bis hierhin durchgehalten haben. Und verrate schon mal, es wird weitergehen mit neuen Projekten, die auch schon teilweise gestartet sind und weiterlaufen. Ich habe noch sehr, sehr viele Pläne im Petto. Bleibt mir gebogen, auch für zukünftige Let's Plays. Ich würde mich bedanken, auch für ein Abo für die, die es noch nicht, die es jetzt zum ersten Mal gesehen haben. Bitte abonniert mich, wenn ihr weiterhin diese Let's Plays sehen wollt, auch von ungewöhnlicheren Spielen, die nicht den Zukunft, den Mainstream treffen. Das wäre es eigentlich, was ich noch zu sagen hatte. Wir sehen uns. Bis dann.